Hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend zusammen zu unserem gemeinsamen Bauerlebnis von der 61513, dem Assassin XR von Kada. Neuer Technikflitzer aus der Master Series von PVDB Designed. Ich vermute mal, dass soll ein McLaren sein, oder? P1 oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, freue mich riesig drauf. Bevor wir das nächste machen, reden wir wie immer als erstes über das Gewinnspiel. Den Link dahin habe ich gerade angepinnt. Und zwar gibt es heute mal wieder zu gewinnen ein Schaf. Das ist mein letztes und wie man sieht, ist die Verpackung leider ein bisschen beschädigt. Aber wir gucken uns das einfach von der anderen Seite an. Dann sieht es besser aus. Es müsste jetzt wirklich langsam mein letztes sein. Dann haben wir noch ein GWP von Lego, das es heute zu gewinnen gibt. Also gibt alles zusammen, wie immer. Die 40595 Galileo Galilei haben wir schon zweimal hier verlost. Das letzte war ja eine Spende hier aus der Community. Das hier ist mein eigenes, das ich noch hatte. Und dann lege ich auch noch, weil es so schön ist, eine Kittycraft Ärztin mit dazu. Die 1414 von Kittycraft. Das habe ich, glaube ich, gar nicht in das Gewinnspiel reingeschrieben. Aber ihr habt es hier gehört, das gehört mit dazu. Ich lege ja ohnehin immer auch noch ein paar andere Sachen dabei. Postkarte etc. Wie dem auch sei, das ist das Gewinnspiel von heute. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Philidae ist gespannt auf die Farbe der Pins. Die kannst du gar nicht sehen, oder? Es sind noch ein paar blaue Pins dabei. Die da sind blau. Davon sind vielleicht 15 im ersten Bauabschnitt. Davon sind 2 und alles andere ist schwarz. So viel dazu. Ne, wir haben ein paar Dark Blue Square, Light Blue Square. Ist eigentlich ganz gut durchwachsen. So, Paul van de Bulk hat hier geschrieben. Okay, der Name Van de Bulk klingt ein bisschen niederländisch, oder? Aber arbeitet in Cambridge, UK. Ich werde den ganzen Text jetzt nicht vorlesen. Aber der hat sich die Mühe gemacht. Der Efferman oder der Michael war ja ein bisschen knausrig, gerade bei dem Military Truck. Der hatte da irgendwie gefühlt nur einen Satz reingeschrieben. Der PVDB ist da ein bisschen gesprächiger. Sehr, sehr schön. So, schon 147 Teilnehmer am Gewinnspiel. Ja, das ist irgendwie dieses Galileo Galilei GWP. Das zieht scheinbar. Das hatten wir beim letzten Mal ja auch schon. Apropos, ich glaube, ich mache mal die Anleitung hier. Reflektiert ein bisschen arg. Wir dürfen Technik bauen heute. Wir dürfen Papier bauen. Ich habe durchaus gelesen, was du geschrieben hast, David. Du hast dir schon den Hashtag verbaut zurechtgelegt. Ja, das ist immer ein kleines Abenteuer. Mit anderthalb Augen auf dem Chat und nur einem halben Auge auf dem Set Technik zu bauen, ist nie eine gute Idee, aber wir machen es trotzdem. Weil, ehrlich gesagt, habe ich nicht mehr viel anderes. Ich habe noch von Lego die Titanic da. Die habe ich mir im Legoland neulich gekauft. Die wird wahrscheinlich unser nächstes Stream-Set. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Eigentlich wollte ich sie solo bauen oder ein Speedbuild machen, war eigentlich mein Plan. Aber ich glaube, ich habe sonst nichts mehr für einen Stream. Ich gehe übrigens davon aus, dass wir mit dem hier vielleicht 3 Streams machen werden. Aber jetzt ist ja die Woche so halb angefangen. Aber mal gucken. Das ist noch immer meine Überlegung jetzt. 3 Streams den hier und dann mal gucken, was danach kommt. Vielleicht auch die Holländer Windmühle. Das wäre, glaube ich, auch nett, oder? Soll ich mal bei Bluebricks bestellen? Ich glaube, das wäre fast sinnvoller, als die Titanic im Stream zu bauen. So. So. Okay, das sieht gut aus. So ein schwarzer Pin. Oh, den habe ich noch gar nicht gesehen. Mit einer Achsaufnahme. Wo könnten die sein? Vielleicht hier irgendwo. Das ist natürlich immer der Spaß hier bei Kada. Die machen so viel schwarzes Zeug rein. Da
dass es manchmal ein bisschen schwierig ist und die Pins sind auch nicht nochmal sortiert, aber es geht schon. So. Okay, got it. Lalitbautechnik, genau, los geht's. Es kann nur großartig werden. Okay, das hatte ich auch noch nie. Normalerweise, Kader hat ja die Technikrahmen hier so unterteilt. Vermutlich auch, um eventuell ein Problem mit Lego aus dem Weg zu gehen. Was ich eigentlich noch nie hatte, ist, also normalerweise baut man die immer gleich zusammen, damit man im Grunde das Bauteil so verwenden kann wie das ursprüngliche von Lego. Aber hier sollen wir jetzt tatsächlich das Ding einzeln verbauen. Das finde ich auf jeden Fall mal interessant. Das habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Jetzt bin ich mir nur nicht ganz sicher, wie die sich das vorstellen. Okay, das soll hier so rein. Macht Sinn. Denn dieses Bauteil hat natürlich auch Vorteile. Ja? Wenn man das jetzt alles in den fertigen Rahmen sozusagen popeln müsste, wäre das sicherlich ein bisschen umständlicher. Gar nicht mal so doof. So. Das war natürlich falsch. Vielen Dank auf jeden Fall alle fürs Kommen. Ich vermute, wir werden heute auch wieder ein bisschen kleine Runde. Aber das ist ja auch mal nett. In das vierte Loch. Bisher noch nicht, David. Es gibt noch nichts zu hashtaggen, aber es wird jetzt auf jeden Fall interessant. Da, also ich behaupte auf jeden Fall, ich habe mich noch nicht verbaut, aber das wissen wir später. Oh ja, Laser Frankie, hast du ihn denn mittlerweile fertig, dein GT40? Alter Schwede, da brauche ich glaube ich eine Pinzette. Das fängt ja heute an. Das soll da nämlich ganz reingepopelt werden. Und dann so fixiert. Sieht gut aus. Ist fertig geworden und sieht gut aus. Dann hat es sich wenigstens gelohnt, oder? Aber ja, ich bin auch jemand, der gerne mal eine Technikpause einlegt. Aber ich fand, der hier sah einfach so cool aus. Und ohnehin, die Master Series Sachen von Kader machen einfach immer Spaß. Sind immer eine kleine Challenge, aber machen immer Laune. Deswegen habe ich gedacht, ich gebe es mir nochmal. Außerdem,
Ihr wisst ja, ich bin eigentlich immer ein echter Kader-Fan. Ich finde das einfach nur cool, was die Firma alles macht. Insofern muss man doch mal über seinen Schatten springen, oder? Ist das so richtig? Ja. Sehe ich genauso, Laser Frankie. Wir wollen klemmen, wir wollen weder stecken noch kleben. Das ist auch genau meine Philosophie. Aber ja, ab und zu, ich meine, man muss schon sagen, Technik ist wirklich was völlig anderes. Ist eigentlich witzig. Ich meine, nur weil beides von der Firma Lego kommt, wird es irgendwie als ein Hobby wahrgenommen. Aber eigentlich hat es ja nicht wirklich was miteinander zu tun, oder? Aber kriegen das schon hin. Bekommt das ein Achtjähriger hin? Ich weiß nicht. Für mich ist das halt Technik, sage ich jetzt mal. Da ich kaum Lego-Technik baue, kann ich das immer nicht so vergleichen. Aber sagen wir so, Nee, ich habe nicht wirklich einen Plan, da muss ich wirklich sagen, weil meine Kinder bauen überhaupt keine Technik, die mögen das auch nicht. Insofern, ich finde auf jeden Fall, Kadertechnik ist nicht so stramm wie zum Beispiel Gobrix-basierte Technik, wie sie Mode King und Happy Build einsetzen. Aber trotzdem, wenn man vielleicht eher Lego gewohnt ist, könnte einem auch Kader stramm vorkommen. Beowulf, ja, das machen die schon lang. Dass die, es sind einige Teile, die sie anders machen. Aber ja, die Rahmen werden zerlegt. Und die haben auch sonst ein paar Teile da entsprechend angepasst. Aber das mit den Rahmen ist schon wirklich sehr lange. Ich glaube, ich habe es das erste Mal beim LaFerrari gesehen. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der bei Kader hieß. Aber okay, jetzt sagt Kader hier, ich soll die Achse ausrichten. Aber die ist ja noch gar nicht fest. Warum soll ich die jetzt ausrichten? Das macht ja gar keinen Sinn. Ah, da soll ein Zahnrad rein. Das macht doch total Sinn. Hashtag verbaut. Gott, jetzt soll ich dieses Zahnrad hier so einsetzen, dass die Achse perfekt gerade steht. Tut sie natürlich nicht. Setzen wir das Ding mal ein Zahn weiter. Ah, jetzt, selbst jetzt, nee. So, ich kann ja auch hier so ein bisschen drehen. Ah ja, okay. Machen wir es so rum. Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass Designschutz für Teile nicht wirklich funktioniert, wenn du damit irgendwas verhindern willst. Ich glaube, was Lego mit dem Designschutz ganz gut verhindern kann, ist, was wir natürlich viel haben. Es gibt Hersteller wie Kader, die machen die Sets exklusiv für Europa. Sind entsprechend auch an die europäischen Bedingungen angepasst. Ja? Dementsprechend, die haben da keine Probleme. Wenn du aber, ich sag jetzt mal, es gibt ja auch viele chinesische Hersteller, die einfach die Sets, so wie sie in China verkaufen, 1:1 auf den europäischen Markt dumpen. Und ich glaube, da bin ich mir relativ sicher, dass Lego da durchaus, haben wir jetzt ja auch schon gesehen, durchaus auch was ausrichten kann. Aber ja, den Designschutz für Teile, die primär eine Funktion erfüllen, ist halt ein sehr stumpfes Schwert. Aber es schafft natürlich auch ein bisschen Unsicherheit bei den Importeuren und das ist sicherlich auch hilfreich in Anführungsstrichen. Martin hat gestern IKEA gebaut anstelle von Klemmbaustein. Ja, kann man auch ab und zu mal machen. Weil ich sagen muss, ich meine, ich habe jetzt nicht wirklich Horror davor. Mein Gott, wenn IKEA zusammengebaut werden muss, dann baue ich es halt zusammen. Aber ich bin immer froh, wenn ich fertig bin.
Ganz krass war, als wir vor vielen, vielen Jahren in diese Wohnung hier eingezogen sind. Wir haben nicht viel mitgenommen aus unserer alten ersten Wohnung. Und da war viel IKEA neu zu bauen, also gefühlt unser ganzes Wohnzimmer. Und da habe ich hier, glaube ich, 2 Tage gesessen und IKEA zusammengebaut. Das war nicht cool. Da war ich echt sowas von froh, dass ich fertig war. Aber zum Glück, solche Marathons müssen wir heute nicht mehr machen. Das brauche ich, glaube ich, nicht. So. Na, komm her. Okay, jetzt wird's interessant. Was soll das hier werden? Sollen wir jetzt hier einfach nur so reinhalten? Und dann da oben die Achse durchschieben. Versuchen wir das mal. Nee, das geht so nicht. Das war ja falsch, die soll da unten rein. So, ja, jetzt ist die Achse wieder draußen. Yay! Kriegen wir die nochmal irgendwie so ein bisschen reingepuppelt? Die Schildkröte ist da. Skjolde hat Designschutz gehört. Was? Wie? Wo? Und zack ist er da. Also, den müssen wir nochmal rausnehmen, hier den Pin. Hat so keinen Wert. Übrigens, wer das Teil nicht kennt, Kader-Teile-Trenner für Technik-Sets. Damit kann man mit diesem Teil hier vorne kann man Pins ziehen. Ein Traumwerkzeug. Kann ich jeden ambitionierten Technikbauer nur empfehlen. Auch wer primär nur Lego-Technik baut, es lohnt sich, ein Kader-Set mindestens mal dafür zu kaufen. Ich kann es auch sonst jedem nur empfehlen, der eigentlich nur Lego-Technik baut. Kader lohnt sich. Ist ein bisschen eine Challenge, aber es lohnt sich absolut. Die Sets sind der Hammer. Aber diese Technikwerkzeuge, die sind schon sehr, sehr cool. So, weiter geht's jetzt hier. Wir nehmen wieder so einen Rahmen. Ist auch am Mold King Hammer dran. Das ist ein guter Punkt. Der hat das auch. Aber ich finde das total umständlich. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Aber irgendwie greift man dann hier immer so über den Hammer drüber. Aber ja, der hat das Teil im Prinzip auch, aber ich finde, das hier ist angenehmer. Aber ja. So, jetzt gehst du hier dran. Kann den Hammer zerlegen? Achso, du. Ja, aber das ist. Ja, okay. Also, man könnte den Pin rausmachen, dann hast du nur das Ding. Und machst du das jedes Mal? Hämmern, wieder dran bauen, Technik bauen, wieder abbauen? Echt jetzt? Ah, na. Kader kaufen.
Ah, apropos, wenn ich jetzt hier mich so voll ins Zeug lege für Kader, Full Disclaimer, dieses Set wurde mir als Muster zur Verfügung gestellt. Sprich, ich bin gekauft. Anerkannter Kader-Fanboy, bestochen, gekauft, sowieso alles. Und insofern glaubt nichts, was ich sage. Traut eh nie einen YouTuber. Ihr kennt mein Motto. Trotzdem, Kader kaufen lohnt sich. So. Laser Frankie traut nicht mal sich selbst. Das ist eigentlich auch schlecht. Doch mir selber traue ich schon. Kommt drauf an. Wenn es zum Beispiel um das Thema Essen geht, traue ich mir nicht über den Weg. Nee, stimmt eigentlich. Eigentlich hast du recht. Desto mehr ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich eigentlich ein Fan von sich selber Dinge so hinlegen, dass man nur gewinnen kann. Und also quasi gibt dem inneren Schweinehund keine Chance. Sprich, wenn du gewisse Dinge zum Beispiel nicht essen willst, dann kauf sie einfach nicht. Aber wenn sie im Schrank liegen, würde ich sie essen. So bin ich eigentlich schon auch drauf. Also ja, wenn ich es mir genau überlege, dann traue ich mir selber auch nicht. Jedenfalls versuche ich mich selber ständig zu behumsen insofern. Alexander als anderes, tauche ich als Hobby wegen der Ultra Deep? Nee, ich tauche nicht und werde ich auch niemals tun. Ich habe sehr empfindliche Trommelfälle. Ich hatte mal mit 14 eine richtig fiese Mittelohrentzündung. Ich schieb's auf jeden Fall da drauf. Und seitdem habe ich ständig schon beim Schwimmen mit Wasser im Ohr Probleme und so. Also nee, mich kriegen keine 10 Pferde zum Tauchen. Ich habe eine sehr... ich habe sehr viel geschwommen als Jugendlicher, so DLRG und sowas. Ich bin sogar amtlicher Rettungsschwimmer, theoretisch. Praktisch ist das sehr lange her. Wurscht, auf jeden Fall. Aber dann habe ich nach dieser Geschichte, seitdem habe ich immer Probleme beim Schwimmen. Also nee, ich würde niemals tauchen. Aber ich fand das Armband praktisch und es ist halt, sieht noch einigermaßen witzig aus und war billig, ist von Amazon. Also... Die Firma ist nicht Amazon, aber keine Ahnung, ich habe es da gekauft. Und es war relativ günstig. Die Apple-eigenen Armbänder, die kannst du ja nicht bezahlen. Und weil meine Frau das aber so schrecklich findet und demnächst zum Beispiel müssen wir auf eine etwas schniekere Veranstaltung, hat sie mir gesagt, geht ja mal gar nicht, kann ich mit dem Ding nicht rumrennen, habe ich mir jetzt noch eins für wenig Geld, eins aus Leder gekauft. Hatte ich, glaube ich, neulich, weil ich es ausprobiert habe, sogar mal in einem Video an. Weiß nicht, ob das Video schon öffentlich ist, keine Ahnung. Genau, man kann das ja wechseln hier so bei der Apple-Uhr. Aber nee, würde niemals tauchen. Ich renne, das ist eigentlich alles, was ich heutzutage mache. Ich habe in meiner Jugend doch einige Sportarten gemacht, aber heutzutage bin ich alt und ich renne nur noch. Rennen ist für ältere Herrschaften als Supersport. Ah, das hier habe ich gesucht. Ich will eigentlich gerne öfters mal schwimmen gehen, weil ist ja irgendwie besser für die Knochen und so. Aber Schwimmen ist ja so langweilig. Gott. Also ich bin heutzutage so, das liebe ich ja so am Laufen. Es ist total praktisch, ne? Laufschuhe anziehen und los geht's. Und Schwimmen ist in der Theorie eine super Idee, weil gut für die Knochen oder halt nicht schlecht für die Knochen und so. Und man hat dann das Duschenleiner mit erledigt und es ist ja auch sehr erfrischend, gerade im Sommer dann ins Freibad morgens. Das ist ja der Vorteil, wenn man selbstständig ist, dann kann man ja zu Uhrzeiten gehen, wo sonst halt nur die paar Rentner gehen. Ist ja nicht so viel los. Ist eigentlich in der Theorie alles eine super Idee. In der Praxis sterbe ich nach 10 Minuten vor Langeweile im Schwimmbad. Das ist immer so ein bisschen mein Problem. Und ich habe irgendwie noch keine technische Lösung gefunden, die ich mir dann auch kaufen wollte, die mir zugesagt hat, was das Thema Hörbuch oder Podcasts hören im Wasser angeht. Was ich, glaube ich, unbedingt haben müsste, damit ich eben nicht vor Langeweile sterbe. Das Problem ist ja, dass Bluetooth halt unter Wasser nicht gescheit funktioniert. Und die Lösungen, die es da so gibt, die sind alle irgendwie komisch oder gefallen mir nicht. Oder ich habe mich nicht getraut, dafür Geld auszugeben, weil ich den Verdacht habe, es wird nicht gescheit funktionieren.
Du musst ja rutschen gehen und nicht langweilig Bahn ziehen. Ah, nee, rutschen hatte ich jetzt nicht gemeint mit Schwimmen. Aber ja, keine Ahnung. Ich nehme es mir jedes Jahr wieder vor. Ich habe es mir auch dieses Jahr vorgenommen. Mal sehen, vielleicht wird es ja was. Vielleicht finde ich ja nochmal irgendwie eine technische Lösung, die mir zusagt. Kopfhörer im Wasser. Das Problem ist nicht Kopfhörer im Wasser. Also du kannst zum Beispiel so einen schockbasierten Kopfhörer, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also Bone Conduction, ich weiß nicht, wie heißt das im Deutschen, aber egal, das sind halt Kopfhörer, ne, die auch überm Ohr liegen. Dann kannst du dir ganz normal, ich muss immer mit Ohrsteckern schwimmen, wegen sagt ja schon, bin da empfindlich, aber das ist kein Problem, also du kannst was hören. Das Problem ist, dass unter Wasser kein Bluetooth funktioniert. Das heißt, du kriegst kein Audiosignal auf die Dinger drauf. Was die alle deswegen können, ist oldschool, du kannst da MP3-Dateien drauf machen. Ich habe heutzutage keine MP3-Dateien mehr. Also natürlich, ich könnte mir jetzt irgendwie per Hand, wenn ich Podcasts habe, die MP3 noch unterstützen, mir die irgendwie per Hand die Dateien runterladen und so, aber das will ich ja nicht. Ich will ja, dass das in meiner Podcast-App synchronisiert ist, oder wenn ich Hörbücher höre, dann nehme ich halt Audible und das geht halt, oder Musik hören will, nehme ich Apple Music und das funktioniert alles auf diesen Geräten nicht. Das ist das Problem. Körperschall, danke Alex. Und das ist das Problem. Und es gibt lustige Konstruktionen, zum Beispiel habe ich mal gesehen, es gibt dann so Kopfhörer, die wo an dem Band, das bindest du dem Band um den Kopf. Und dann haben die ungelogen an der Rückseite des Bandes, also quasi an deinem Hinterkopf, ein Fach, wo du eine Apple Watch ohne Armband, also nur den Körper reinlegen kannst. Weil dann sind es nur so 10, 15 Zentimeter und da kriegst du Bluetooth wohl auch durchs Wasser. Aber da habe ich gedacht, nee, das Leben ist zu kurz, das mache ich nicht. Und was es auch gibt ist, wie gesagt, mein Recherchestand ist 1,5 Jahre alt, vielleicht gibt es ja mittlerweile eine bessere Lösung. Aber das andere, was ich gefunden habe, waren irgendwelche anderen Funkempfänger oder Funksender, die du an dein Handy anschließen kannst und die wohl auch unter Wasser ein paar Meter funktionieren. Das heißt, dein Handy liegt dann im Rucksack irgendwie am Beckenrand, das ist ja auch, oder in der Nähe des Beckens, ist ja auch okay, das mache ich eh so. Und das soll angeblich dann durchs Wasser durchgehen und bis zu diesen Kopfhörern, aber habe ich noch nicht getestet. Aber wie gesagt, rein Kopfhörer, die wasserdicht sind, das ist heutzutage kein Problem, gibt es viele. Das Problem ist, in dieser DRM-Welt, also Digital Rights Management, sprich, alles ist irgendwie verschlüsselt und du bist an irgendeine Plattform gebunden und alles geht nur mit einer Smartphone-App. In dieser Welt, da liegt das Problem. Hörbuch und Podcast-Empfehlung, Felix. Haben wir, glaube ich, erst neulich gehabt als Thema. Hörbuchempfehlung. Puh, kommt auf das Thema drauf an, oder? Ich meine, alle guten Bücher sind auch meistens gute Hörbücher. Wenn man auf Fantasy steht, was ich unglaublich empfehlen kann, wer auch auf Warhammer steht, die Gosrick und Felix-Reihe, das sind eigentlich so mal seichte Fantasy-Romane. Ist halt Warhammer. Ich mag halt britische Fantasy, sag ich jetzt mal. Ich mag auch amerikanische Fantasy, aber britische mag ich lieber. Wer den Unterschied nicht kennt, ich meine, Tolkien war auch Brite, aber die Amerikaner sind ja immer super korrekt in allem, was sie tun. Deswegen, jetzt lassen wir Game of Thrones mal außen vor, aber die traditionelle High Fantasy, so eher nach amerikanischen Schlag, ist ja meistens sehr jugendfrei. Und die typische britische High Fantasy à la Warhammer ist sehr dunkel und fies und hat einen makabren Humor. Egal. Also wer ein bisschen auf Warhammer steht, die Bücher sind okay. Was aber an den Büchern spannend ist als Hörbuch, weil die Frage eben war nach Hörbuchempfehlungen, der Vorleser, wie nennt man das im Deutschen? Also der Narrator? Der Narrator? Keine Ahnung. Der Vorleser, der ist brillant von den Büchern. Der ist wirklich brillant. Der Typ kann so viele Stimmen von Männern und Frauen nachmachen. Der kann Monsterstimmen nachmachen. Das ist der Wahnsinn. Also das ist wirklich mal, wenn konkret die Frage war Hörbuch, da sind die Hörbücher besser als die eigentlichen Romane. Das hat man ja selten. Hammer. Der Typ ist brillant. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Neulich wusste ich ihn noch. Aber der lohnt sich, weil der kann so gut mit seiner Stimme arbeiten. Das macht richtig Laune. Das glaubt man oft gar nicht. Man denkt, gerade wenn er Frauenstimme auch nachmacht,
Der hat eigentlich eine recht tiefe Stimme, aber das kann der. Und da denkt man manchmal echt, jetzt haben sie, jetzt liest es eine Frau gerade. Aber nee, ist immer der gleiche. Podcast ist, glaube ich, einfacher, weil Bücher ist so Geschmack. Computerspiele wäre meine absolute Nummer 1. Stay Forever. Brillant. Sport bin ich momentan gerade, höre ich immer den Podcast von Chase the Summit. Tech-Ultra-Lauf-YouTuber aus Nordamerika. Der Typ ist charmant, nett, gefällt mir gut. Tech finde ich, Tech-Wirtschaft wäre meine erste Empfehlung. Pivot mit Scott Galloway und Kara Swisher. Absolut brillant. Oder Decoder mit Nilay Patel. Das wären da meine Lieblinge. Wer eher so ein Interviewformat mag, wäre meine Empfehlung SWR1 Leute. Absolut genial. Zwar sind viele der Moderatoren, sagen wir, mit denen ich groß geworden bin, mit SWR1 Leute, sind schon, glaube ich, alle mittlerweile in Pension, aber die machen immer noch einen sehr guten Job, finde ich. Gerade überlegen. Ich glaube, das kommt hier so rein. Ja, das wären, glaube ich, so ein paar. Generell bin ich keiner, der... Also ich habe sehr viele Podcasts in meiner Liste und wenn ich einfach Lust drauf habe, suche ich mir da mal ein oder zwei raus. Dass ich von einem Podcast alles höre, ist relativ wenig. Pivot, den ich gerade genannt hatte, ist, glaube ich, noch, weil der auch so ein bisschen so die aktuellen politischen News in den USA und so mal alles rund um Technologie und was die Tech-Konzerne und so machen, weil die das so ein bisschen jede Woche durchkauen. Deswegen, das ist, glaube ich, fast der einzige, den ich regelmäßig höre, im Sinne alle Folgen. Oder fast alle, die allermeisten auf jeden Fall. Früher habe ich den Vergecast gehört, aber die sind mir zu quatschig geworden. Also ich weiß nicht, die albern irgendwie nur noch rum. Finde ich jedenfalls. Also es ist nicht mehr ganz so. Es ist nur noch so ein Rumgedresche irgendwie, ich weiß auch nicht. Das ist mir ein bisschen zu seicht geworden. Die haben mich so ein bisschen abgehängt. Und wie gesagt, der Nilay Patel von The Verge, der Chefredakteur, der hat mittlerweile seinen komplett eigenen Podcast. Der ist zwar immer noch dabei bei dem Vergecast, aber ist da nicht mehr ganz so tonangebend und das war, glaube ich, keine gute Idee. Ich hoffe, da sind vielleicht ein, zwei Sachen dabei. Hallo Waldberg, danke fürs Kommen. Stephen Fry, die Harry Potter, das Hörbuch, das haben wir noch. Also ich hab einzelne schon mal gehabt und dann irgendwann haben wir das mal in so einer, gab's bei Audible vergleichsweise günstig. Ich glaube, das haben wir sogar für einen so ein 10-Euro Audible-Ding. So Harry Potter komplett. Das ist so eine komplette Collection. Ich weiß nicht, ob das da der Leser ist. Fand ich auf jeden Fall auch sehr gut, aber bin ich irgendwo stecken geblieben im zweiten Buch oder so. Müsste ich auch mal wieder Zeit reinstecken. Zeit ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Wer sich für Gesundheit interessiert, meine Empfehlung immer, ist eigentlich die Lektüre, mit der man jeden Gesundheitstrip beginnen sollte, ist abgedroschen, weil war gefühlt 10 Jahre in den Charts oder in den Bestsellerlisten, der Ernährungskompass. Einfach gut gemacht, das Buch. Auch sehr gut vorgelesen. Insofern, das habe ich auch schon als Hörbuch mehrfach durchgehört, obwohl es mittlerweile schon ein bisschen Jahre gekommen ist, aber ich glaube, die Studienergebnisse, die da präsentiert werden, sind immer noch solide. Und ich glaube, das Narrativ des Buches ist immer noch solide. Also wer ein bisschen was lernen will über, wie kann ich verhindern, dass ich als Mann über die 60 komme ohne Bluthochdruck oder Diabetes Typ 2, kann ich das Buch sehr empfehlen. Also Frauen natürlich auch, aber ich glaube, Bluthochdruck ist wahrscheinlich eher Männerthema, oder? Also mehr auf jeden Fall. Egal, ich weiß nicht, was Frauen so für Probleme kriegen mit schlechter Ernährung. So. Okay, ich glaube, das sieht gut aus. 3 Fragezeichen, da habe ich leider nie so ganz hingefunden, sondern
Also meine Kinder haben das natürlich sehr viel oder hören das auch immer noch. Deswegen, ich habe gefühlt wahrscheinlich schon jede Folge mitgehört. Irgendwie, aber nie so richtig ich selber. Aber ich kenne so viele Leute, die schwören drauf. Es muss richtig gut sein. Aber ich glaube, mein Problem ist immer, dass ich die Geschichten schon so halb kenne, weil, wie gesagt, bei meinen Kindern irgendwie so mitgehört. Deswegen holt mich das nicht mehr ganz so ab. Nehmen wir das Teil hier. Weiß ich nicht, Dornblech, tut mir leid. Was ich mir nochmal als, ich weiß gar nicht, ob ich es als Hörbuch hören will. Ihr wisst ja, ich habe schon ein paar Mal erzählt, ich bin ein Riesenfan von Der Marsianer. Ich glaube, es ist der beste Science-Fiction-Roman, den ich kenne, oder Hard-Fiction, wie auch immer. Hard-Fiction ist auch Science-Fiction, oder? Na, wurscht. Auf jeden Fall, ich bin ein Riesenfan von diesem Buch. Der Film ist auch gut, aber das Buch ist der Hammer. Ich weiß nicht, ich hätte total Lust, es mir auch mal als Hörbuch zu holen, aber weiß ich nicht, ob es so gesund ist, beim Laufen in schallendes Gelächter auszubrechen, was bei diesem Buch, jedenfalls wenn man es liest, dazu gehört. Aber vor allem hatte ich irgendwie so ein bisschen Sorge, dass der Leser das dann, oder der Vorleser, der Sprecher das nicht so gut rüberbringt, wie es in meinem Kopf ist. Ich habe so die Befürchtung, da könnte der Effekt eintreten, den viele Leute haben, wenn sie halt den Film sehen zu einem Buch, wo sie halt bestimmte Bilder im Kopf haben. Ich habe halt eine bestimmte Stimme irgendwie im Kopf oder einen bestimmten Humor in der Stimme. Ja, das glaube ich. Deswegen traue ich mich da nicht ran, obwohl ich total Lust hätte, das auch nochmal zu hören. So, jetzt da sollen wir so eine Schnecke wieder reinmachen. Das kriegen wir hin. Und eine Achterachse kriegen wir auch hin. Die Anleitung hier ist übrigens echt nicht ohne. Also ich finde, ja, ein bisschen größer hätten sie die Bilder ruhig machen dürfen. Die Zwerge, ich habe ja, das ist übrigens auch ein sehr gut, habe ich auch als Hörbuch gehört, die Elfen. Ich habe das erste durch, das zweite habe ich schon gekauft. Mal gucken. Aber es sind da halt ganz schöne Wälzer. Sind die Zwerge komplett unabhängig oder sind das dann quasi die Dunkelelben, so wie im Elfenroman? Oder hat das nichts miteinander zu tun? Beowulf, klar, kenne ich auch noch sehr gut. Bücherei, 3 Fragezeichen. Die lagen immer bei uns daheim. Und unsere Bücherei hatte dann die Kassetten damals nochmal in so einen dunklen blauen Einband eingepackt. Das Zeug habe ich noch sehr gut vor Augen, lag bei uns immer rum. Habe ich übrigens gerade Dunkelelben gesagt? Albenkinder meine ich natürlich. Kann man durcheinander bringen. Ah, die gehören zusammen. Okay, Der Marsianer von Richard Barenberg gesprochen. Ist genauso gut. Also, ja, wie gesagt, vielleicht mache ich das mal irgendwann. Aber Der Marsianer, ich kann es. Ich kenne das Deutsche nicht, muss ich dazu sagen. Aber das Original ist so. Das einzige Buch in meinem Leben, das es geschafft hat, dass ich vor Lachen vom Sofa gefallen bin. Ich weiß auch nicht. Der Humor, der hat einfach bei mir echt einen Nerv getroffen. Aber funktioniert vielleicht nicht für jeden. Keine Ahnung. Aber ich meine, ich bin schon jemand, der gerne mal lachen kann bei einem guten, witzigen Buch. Aber dass ich vom Sofa falle, das ist nur einmal vorgekommen.
Aber ja, ich muss schon sagen, Podcast ist für mich persönlich die beste Medienerfindung. Also ich glaube, ich könnte, mein YouTube ist heute auch eine Podcast-Plattform, aber Podcast und YouTube, das sind so die zwei modernen Medien, die ich nutze, also viel nutze. Aber ich glaube, ich könnte sogar noch eher auf YouTube verzichten als auf Podcasts. Aber Hörbücher sind schon auch cool. Hörbücher sind vor allen Dingen, finde ich, heutzutage eine echte Zeitersparnis. Weil man halt Hörbücher so gut konsumieren kann, gemeinsam mit eben Rennen oder Haushalt machen, Geschirrspüler ausräumen, was auch immer. Das spart einfach so viel Zeit, um vielleicht zu lesen. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ohne Hörbücher würde ich gar keine Bücher mehr konsumieren können. Weil ich habe jetzt mal wieder eins aus der Bücherei geliehen, aber das ist so ab und zu mal 10 Seiten. Hier, bevor dieser Stream gestartet ist, habe ich 10 Minuten gelesen. Meine Frau hat mich schon komisch angeguckt. Das war dem Motto, das lohnt sich doch nicht mehr. Aber was soll man machen? So, jetzt geht hier wieder diese Harakiri-Aktion los. Das ist schon ein bisschen umständlich. Komm her. Tasobi, okay, der Astronaut, muss ich mal angucken. ich mache ja auch YouTube, ja, also stimmt. Wäre schon besser, wenn YouTube, wenn es das auch noch weiterhin gibt, gell? Aber ich habe jetzt eher aus Konsumentensicht gesprochen. Aber ja, ich bin schon ein YouTube-Mensch, auch was Konsum angeht. Sonst mache ich eigentlich gar nichts, kein TikTok. Ich meine, ich habe das alles, weil ich es aus beruflichen Gründen brauche, aber ich mache kein TikTok, ich mache eigentlich kein Instagram. Facebook habe ich noch nie. Doch, nein, das stimmt nicht ganz. Ich hatte einmal einen Facebook-Account für eine halbe Stunde und dann habe ich gedacht, boah, ist das alles übel hier. Bin gleich wieder, habe gleich die Kurve gekratzt. Das Ding ist auch schon 15 Jahre her. Aber ich habe es nicht bereut. Ich schaue ganz wenig, nur so Streaming. Bisschen Star Wars. So ein paar nette Sachen auch mal auf Netflix. So ein paar Dokus finde ich ganz cool. Die Arnold-Doku fand ich super. Und so ein paar andere Dokus. Chef's Table. Die erste Staffel habe ich geguckt, die fand ich auch sehr gut. Aber ich bin dann natürlich bei Disney ein bisschen Star Wars, aber ansonsten gucke ich auch. Fernsehen ist bei mir eigentlich komplett. Ich gehe mit meinen Kindern ab und zu ins Kino. Aber Podcasts, YouTube, Hörbücher. Ich glaube, das ist heutzutage so mein Medienkonsum. Ah, okay, als Probieraktion gratis bei Audible. Also generell ist so, aber bei deutschen Büchern funktioniert es nicht so. Wer intensiver Audible-Nutzer ist, also gerade wenn man auf englische Bücher steht, was halt wirklich cool ist, die Engländer oder die Amerikaner haben ja keine Buchpreisbindung. Super Geschichte. Ich weiß, viele in Deutschland schwören immer auf unsere tolle Buchpreisbindung, aber ich weiß nicht, ich habe die Vorteile noch nicht erkannt. Aber, also wenn man dieses Audible-Abo hat, kriegt man quasi ein Hörbuch für 10 Euro, jeden Monat eins. Aber wenn man das Buch auf Kindle kauft, dann kriegt man oft das Audible-Hörbuch für 3 Euro noch mit dazu. Und davon abgesehen, dass es, finde ich, ohnehin ein besserer Deal ist, ein Buch für 6 Euro zu kaufen und dann noch für 8 Euro oder 10 Euro und dann das Hörbuch für 3 dazu, dann zahle ich lieber 13 Euro und habe beides, falls ich es doch nochmal lese oder meine Kinder es lesen wollen, wie auch immer, als für 10 Euro das Hörbuch, was ja auch schon sehr, sehr gut ist. Aber es kommt eben auch durchaus vor, dass das Kindle-Buch sogar noch weniger kostet als 7 Euro. Das heißt, man zahlt dann teilweise nur 6 oder 7 Euro und hat beides. Aber die sind da bei Amazon gnadenlos. Die verkaufen es dir bei Audible trotzdem für 10 Euro. Also ist ja nicht so, dass sie dir dann sagen, hey, wenn du es so machst, kriegst du es noch viel billiger. Aber kleiner Tipp, funktioniert aber, wie gesagt, bei buchpreisbindungsdeutschen Geschichten. Unsere Bücher kosten immer gleich 20 Euro oder so. Funktioniert das nicht so gut. Aber bei englischsprachigen Sachen ist das kleiner Geheimtipp, aber so geheim ist er nicht. P-
Perry Rhodan, oh, das habe ich früher, oder Perry Rhodan, weiß ich nicht, ist ja eine deutsche Erfindung. Nennt man das dann Perry Rhodan oder Perry Rhodan? Keine Ahnung. Klingt so amerikanisch, ist aber deutsch. Habe ich auch sehr gerne früher gelesen. Ich bin aber nur so bis in die 30er gekommen oder so. Perry Rhodan ist so ein bisschen wie Wheel of Time oder so. Ich fange das immer wieder von vorne an und schaffe es dann nie ganz bis zum Ende. Bei Perry Rhodan natürlich sowieso nicht. Höre ich Hörbücher beim Joggen? Was ist deine Pace und wie viel rennst du? Pace ist immer schwierig, weil ich arbeite noch dran. Also, beim letzten Halbmarathon bin ich in 1,40 gelaufen. Was ist das für eine Pace? Unter 5, oder? Aber im Training laufe ich natürlich immer sehr unterschiedliche Sachen. Oder wenn ich so laufen gehe. Je nachdem, worauf ich Bock habe. Und ich bin schon mal in 10er in 40 gelaufen. Das ist schon ein paar Jahre zurück. Das schaffe ich heute nicht mehr. Aber vielleicht schaffe ich es noch. Ah, keine Ahnung. Man muss mal wieder probieren. Ich müsste mal wieder eine Runde ballern gehen. Mal gucken, was geht. Aber ich würde behaupten, als ich 40 gelaufen bin auf 10, war ich fitter als heute. Mir steckt Merlin Stein ein bisschen in den Läuferknochen, um es mal so zu formulieren. Warum finde ich das Teil jetzt schon wieder nicht? Blindfisch? Ah, da haben wir es doch. Und ja, Hörbücher, wie gesagt, primär beim Laufen. Da schaffe ich halt was weg. Beziehungsweise, ich würde mal sagen, mein Hörkonsum ist 70% Podcasts, 25% Hörbücher und 5% Musik. Vielleicht ist Musik sogar noch weniger. Ist viel weniger als früher. Früher habe ich viel Musik gehört, aber ja, mittlerweile gibt es einfach Besseres. Das habe ich gesehen. Das ist ein Hörspiel, Tasobi. Das vermarkten die dabei eher. Das ist bei Audible unter exklusiver Podcast oder so, ne? Ja, das habe ich gesehen, dieses Marvel-Dingens. Schon auch gut. Ja, ist schon Wahnsinn, was es heutzutage alles gibt. Das ist schon cool. So, das heißt, von wo soll die Achse durch? Von der Seite kriegen wir hin. Das haben wir. Ja, sieht gut aus. Jetzt kommen noch die Federbeine. Und dann sind wir im Geschäft, würde ich sagen.
So, das hier sind, glaube ich, übrigens die neuen Kaderdifferenziale. Ich habe leider kein altes mehr zum Vergleich. Aber ich habe auf jeden Fall in der Kaderwerbung gesehen, dass die gesagt haben, oder es auf ihrer Webseite steht, dass die neu sind. Fragt mich nicht, aber sie funktionieren. Wobei, bevor wir es einbauen, testen wir das sicherheitshalber noch. Schnappen wir uns zwei Achsen. Okay. Gut, funktioniert. So. Muss ich gerade überlegen, was wollen die? So rum? Okay. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Achse. Peter Sobi, ich bin halt nicht so der Marvel-Mensch, insofern nichts für mich, aber klingt gut. Klingt gut. Witzig, das Differential hängt jetzt. Ist das überhaupt. Ah, das ist schon eine Achse, okay. Ah ja, okay. Macht Sinn. Geil, kann man damit das Fahrwerk heben und senken? Das ist ja der Hammer, aber ist es auf beiden Seiten gleich eingestellt? Das ist hier die spannende Frage. Sieht so aus, oder? Ist das gerade? Ich würde sagen, ja. Mein Lieber, das stimmt doch was nicht. Nee, das ist nicht gerade. Ja, sowas könnten die einem auch mal vorher verraten. Also fahren wir dich mal ganz runter. Achse gerade. Dich fahren wir auch ganz runter. Achse gerade. Jetzt habe ich da unten die Achse. Jetzt geht's los. Hashtag verbaut. Also eigentlich habe ich nicht verbaut, aber das könnten die einem ja auch mal vorher erzählen, dass das wichtig ist hier. Das da unten ist richtig. Jetzt soll da noch die Schelle dazwischen. Ah, muss man schon ein bisschen hier auf Zack sein. Also ein neuer Versuch. Thank you.
Ich würde sagen, jetzt ist es synchron. Okay. Ja, die Frage ist, wie tief kann man den später absenken? Ich bin gespannt. Ich finde auf jeden Fall ganz coole Funktionen soweit schon mal. Ich muss eigentlich sagen, also die Anleitung, puh, also auch so, ja, dass man hier diese Achsen da so ein bisschen reinstecken muss, damit die Schelle da überhaupt hält. Dann ist aber die Frage, wie viel? Ich hoffe mal, also hier hängt es jetzt ein bisschen mehr raus als da. Ich habe keine Ahnung, wie viel es raushängen muss. Und hier unten, da hat man gefühlt auch nur von jeder Achse guckte, die nur so 2-3 mm raus. Reicht gerade so, glaube ich, dass er das Differential auf beiden Seiten hat. Ja, aber das ist echt alles so auf Millimeter gesteckt. Also eigentlich kenne ich das so bei dem Differential, so war das auch bei dem Effermann, dass die Achsen relativ, also die müssten aus meiner Sicht mindestens bis hier reingehen, ja. Also müssen sie nicht unbedingt, aber es ist so Peace of Mind mäßig irgendwie schon geiler, als hier dieser halbe Millimeter, der da nur irgendwie rausguckt. Aber gut, sei es drum. Hoffen wir, dass am Ende alles tut. So. Waren seine letzten Worte. Jetzt nehmen wir uns hier den 5er Liftarm und machen weiter. Den Braten hier immer noch nicht. Aber es sieht schon einigermaßen synchron aus. Das war übrigens in dem Kader Military Truck richtig cool. Es hat zwar nicht so ganz funktioniert, weil die Anleitung, finde ich, nicht so gut rübergebracht hat, warum sie das alles tut. Aber da wurden, wenn Achsen oder sowas ausgerichtet werden musste, dann wurden die mit Teilen fixiert, die man dann später wieder abgebaut hat. Und das wurde nicht nur einmal gemacht, das wurde mehrfach gemacht. Super cool. Es hat in meinem Fall nicht so ganz geklappt, weil ich nicht so richtig kapiert habe, auf was er da hinaus will. Aber von der Grundidee war das richtig gut. Könnten sich andere Designer mal eine Scheibe abschneiden. Weil Rahmenfrau es gerade nochmal gepostet hat. Wir haben heute wieder ein Gewinnspiel. Wie immer. Mein Regal übrigens mit dem Gewinnspielpool wird langsam kleiner. Ich bin total happy. Da hat jetzt noch eine Rolle mit so Bläschenfolie zum Verpacken hat jetzt noch mit in das Regal reingepasst. Richtig gut. Die konnte ich jetzt aus dem Keller wegholen. Sehr, sehr gut. Es ist trotzdem noch mehr als genug da. Ich habe so langsam den Verdacht, das ist eine Never-Ending-Story hier mit den Gewinnspielen. Aber immerhin, der Haufen wird kleiner.
Wo soll das hin? Hab's. Na, komm schon. Hey Brad, danke fürs Kommen. Übrigens auch ein Teil hier. Dieser T-Lift-Arm, den Kader aus zwei Teilen zusammensetzt. Wie gesagt, gibt noch ein paar mehr, wo das so gemacht wird. Funktioniert aber genauso gut wie das, was Lego macht. Kein Problem, ist halt einfach quasi immer ein halber Bauschritt mehr, wenn man so will. Versteckt ihr euch? Die zwei schnappen wir uns schon mal. Der Bauschritt, den habe ich irgendwie verpennt, aber irgendwie finde ich die Teile gerade nicht. Ah doch, nehmen wir das hier. So, und jetzt sollst du da drauf. Du da.
Okay, funktioniert. So vermutlich, oder? Hallo Watzmann. Wo ich gerade euch alle Hutträger sehe. Ich habe heute zum ersten Mal ausprobiert. Ich meine, es ist jetzt nicht so wirklich ganz, ganz pralle, aber YouTube erlaubt jetzt auch, dass man nicht nur Videos, das mache ich ja nur schon öfter, dass ich euch Reviews vorab zur Verfügung stelle, sondern das kann ich jetzt auch mit Shorts machen. Also wer auf Shorts steht, da müsstet ihr jetzt schon die, ich habe nämlich wieder angefangen, Shorts zu produzieren heute. Da müsstet ihr die Shorts der nächsten 5-6 Tage schon sehen. Theoretisch. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Ich bin ja selber kein Abonnent von mir selbst. Ich habe das mal aus Spaß einen Monat gemacht, um was zu testen, aber habe ich keine Lust zu, ist mir zu teuer. Aber, wollte es nur gesagt haben, wer auf Shorts steht, da müsstet ihr jetzt irgendwie, wie auch immer, nicht nur einen neuen sehen, wie alle anderen heute, sondern glaub 6. Ja, cool, funktioniert. Das ist ja gut, Devilbrick. Ich glaube, ich habe unter einem davon auch schon einen Kommentar gesehen. Insofern, das muss irgendwie klappen. Mache ich da in Zukunft immer so, dass ich das euch so vorab. Der einzige Nachteil, den ihr da dulden musst, aber ich glaube, das ist okay. Wenn ich die hochlade, sind die noch ohne Titel, ohne Videobeschreibung und so nicht, dass es bei Shorts wichtig wäre. Und danach geht erst meine Software daher und setzt dann und konfiguriert die Titel. Das passiert natürlich normalerweise, bevor die Videos freigeschaltet werden, die Shorts. Aber natürlich in dem Fall seht ihr sie dann ja gleich und dann erst geht meine Software, da ist ein bisschen Verzug drin, bis sie dann hergeht und die Titel und die Videobeschreibung richtig setzt. Aber ja, ich glaube, bei Shorts kann man das ver... genau, deswegen heißt er am Anfang nur irgendwie eine Nummer und sonst nichts. Ganz genau. Und stimmt, bei dem einen Video hatte ich technische Probleme. Da ist es wahrscheinlich noch ganz Kraut und Rüben, aber das korrigiere ich noch. Ich mache sowas ja nicht per Hand, das ist mir zu doof, das Leben ist zu kurz. So. So, oder? Das sieht richtig aus. Was hier wohl gibt, Heckklappe oder sowas. Oh Gott, sowas liebe ich ja, ne? Hier Kommando, steck eine Achse durch und dann 5000 Teile, die man am besten irgendwie alle gleichzeitig festhalten soll. Oh. Katastrophe. Warte mal, das kann ich ja schon vorher fixieren. Dann machen wir erstmal das hier.
Ah, in den Vorteilen. Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass ihr keine Info kriegt, weil ich bei Shorts da niemanden ja mit stressen will. Bei Shorts kann ich deaktivieren oder das kann ich bei jedem Video machen, aber ich mache es halt bei Shorts, dass es kein so ein Abonnenten oder Subscriber, dass die nicht angepingt werden, dass es auch nicht im Subscriber-Feed auftaucht, weil ich mir halt vorstellen kann, dass viele Leute, die lange Videos gucken, haben kein Interesse an Shorts. Ich mache das da ja so ein bisschen subtiler eher. Will ja keinem, niemanden auf die Nerven gehen. Ah, verdammt nochmal. So, scheinbar soll man das hier noch. Okay, da soll noch so eine Schelle drauf. Nehmen wir die da. Devilbrick 3 Streams ist mein aktueller Plan. Weil wir haben jetzt ja so eine halbe Woche, das ist ein bisschen blöd. Und das ziehen wir dann quasi wieder gerade, indem wir das Set hier dreimal streamen. So war momentan die Idee. Ich habe da jetzt keinen Druck. Ich habe jetzt da gerade dieses Wochenende ein Kaderset ein Video veröffentlicht. Insofern ist das dann auch okay, wenn der hier ein paar Tage später kommt und wir uns dann ein bisschen mehr Zeit im Stream lassen. Und ein bisschen mehr Technik im Stream bauen ist auf jeden Fall mal eine Challenge. Für mich auf jeden Fall. Für eure Geduld auch. So, jetzt brauchen wir wieder eine 7er Achse. Nehmen wir die da. Dann wieder hier so einen Ring drauf. Schaffen wir auch noch. Ach, verdammt, das war falsch. Das war ja sowas von falsch. So soll das. Hashtag verbaut. Ein kleines Zahnrad brauchen wir noch. Wo lagen die denn? Na, nehmen wir das hier. Okay.
Ein weiteres Zahnrad könnte ich noch brauchen. Ich habe vorhin mal eins runtergeschmissen, zufällig. Moment, ich guck gerade mal. Nö, habe ich nicht. Aber hier ist auch keins mehr. Finde den Fehler, was kann es sein? Beowulf, meine Technik zuschauen ist nicht so cool. Ja, glaube ich tatsächlich auch, aber irgendwie gibt immer wieder einige, die kommen. Ja, Technik, vor allem Kader mit dem ganzen Schwarz. Ist nett zu bauen, aber tatsächlich glaube ich auch zum Zug nicht so toll, aber es hilft halt nichts. Ich kann mit euch hier halt nur das bauen, was ich auch auf dem Kanal bringen will und da gehört nun mal Technik auch dazu. Jetzt fehlt mir aber ein Zahnrad. Tja. Einfach ein Blick auf die Tüten. Nix. Ich hole mal kurz eins, Moment. So, was ist das hier? Lego oder Gobricks? Ich glaube, das ist Gobricks, aber wurscht. Es wird schon funktionieren. Vielleicht finden wir das von Kader ja auch wieder. Wo immer ich das hin versucht habe. Au, ah, das hat wehgetan. Gut aus. Okay, der ist ganz drin. Das ist synchron. Der auch ist auch synchron. Okay. So weit, so gut.
jetzt. Wo müssen die jetzt hin? Ach nee, nur einmal. Okay. Mikro aus? Nee, ich hoffe, man kann mich hören. Ja, was soll ich immer Selbstgespräche führen? Hat jemand eine Frage? Soll ich mich zu irgendwas äußern? Nein, nicht unbedingt äußern, aber keine Ahnung. Interessiert euch noch irgendwas? Ich rede ja gerne, so ist ja nicht, aber wenn mich keiner was fragt, dann kann ich auch nicht so viel sagen. So. Deswegen Technikverbot. Nein, nein, nein. Daran liegt es nicht. Aber keine Ahnung, von was. Ich könnte euch ja was davon erzählen, was mir so im Kopf gerade rumgeht, aber das interessiert wahrscheinlich die meisten nicht. Insofern, so Klemmbaustein habe ich gerade nicht so viel, was mir sonst noch durch den Kopf schwirrt. Mox in Zukunft geplant. Ja, schon. Geplant, ihr wisst ja, meine Pläne sind immer grenzenlos. Ich müsste dringend mal ein Endor weiterbauen. Oh, es staubt völlig ein hier. Ich komme nicht dazu. Also, was habe ich geplant? Also, ich will halt ein paar Sachen für Coruscant bauen. Unter anderem habe ich mir ein Gunship noch in Legoland gekauft, ein zweites. Da möchte ich einen Umbau machen, Richtung Türen vernünftig und eine gescheite Farbe. Und dann mache ich vielleicht mal ein Video dazu, zu so einer Modifikation. Da habe ich Lust zu. Und dann würde ich gerne von Brickwald eine von diesen Artilleriegeschützen bauen. Von den Klonen. Dazu habe ich was vor. Und eigentlich hätte ich mal total Lust, eine Attack Pod zu bauen. Was ist das? ATAP? Aber da habe ich mich noch nicht so ganz für eine Größe entschieden. Vielleicht ein bisschen eine gepimpte Version von dem letzten Lego-Set. Mal gucken. Also ja, so ein bisschen was, so ein bisschen Futter für Coruscant, Fahrzeugfutter. Da habe ich auf jeden Fall Pläne, aber wie gesagt, meine Pläne, ich rede schon gar nicht mehr so gerne drüber, weil ich komme eh zu nichts. Also irgendwie, ich habe mich so ein bisschen, ich habe irgendwie zu viele Sachen mittlerweile, die ich hier so mache. Das kostet richtig Zeit. Ich habe auch eine lange Liste von ZDB-Features. Nichts Großes, aber doch einiges an Sachen, die doch die letzten Monate mir so in Gedanken gekommen sind oder aus der Community angefragt wurden. Wie gesagt, ich müsste dringend an Endor weiterbauen. Also, mach schwierig. Entlohn Turbo Tank. Ja, da hoffe ich halt, dass Lego mal wieder ein Set macht, ehrlich gesagt. Dass man maximal nur ein bisschen modifizieren will. Ich will keinen kompletten. Das Problem ist, die Mocs sind dann halt sehr schnell so Richtung Minifiguren-Maßstab und die coolen auf jeden Fall, finde ich. Und ich möchte Fahrzeuge, Minifiguren, Maßstab kann man eigentlich vergessen. Ich meine, es gibt einen Grund, warum Lego das nicht macht, weil die passen halt dann kaum, die erschlagen jeden Mock, ja. Das ist halt einfach so. Die sind dann einfach alle viel zu groß. Ja, aber wenn du jetzt selbst mein Coruscant-Mock, ja, den müsste ich halt auf 15 Quadratmeter hochschrauben, damit irgendwie solche Fahrzeuge da rein können, ohne alles zu erschlagen. Insofern, das ist das gleiche Problem, das der AT-AT hat. Der wird so selten in Mocks verwendet, weil kein Mensch kann so einen großen Mock bauen. Also, ich meine, es geht schon, aber ne, ein Hoss-Mock, der 3 AT-ATs verkraften kann, ist halt eben auch 15 Quadratmeter groß. Und das ist so ein bisschen das Problem, ja, an dem Zeug. Deswegen, keine Ahnung. Also, beim Turbo-Tank hoffe ich wirklich, dass Lego was macht. Das ist eigentlich überfällig und glaube auch, wird kommen. Vielleicht nicht dieses Jahr, dann nächstes. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, aber die müssen irgendwann wieder einen machen. Ich meine, sie haben jetzt ein Gunship gemacht, sie haben den ATT gemacht und das ist jetzt eigentlich das nächste von den Sets, die weggehen wie warme Semmel, die sie halt alle paar Jahre machen müssen. Darius, wo kommt die Titanic hin? Die werde ich nicht behalten. Die will ich einfach nur bauen. Das ist so wirklich ein Set, das muss ich nicht behalten. Die will ich einfach nur bauen. Ich habe so Bock, dieses Set zu bauen. Einfach nur zu bauen. Und dann bin ich happy. Das ist genauso wie das Kolosseum. Das Kolosseum wollte ich auch nie behalten. Ich wollte es einfach bauen und ich hatte einen Mordspaß dabei.
Ja, und dann kommt es wieder weg. Also, keine Ahnung, vielleicht wird es ein paar Wochen auf so einem Sideboard stehen. Da, wo auch zum Beispiel, da stand auch mal für ein paar Tage der Lego-Zug zum Beispiel. Dann, ja, das geht nur ein paar Tage und dann wird sie wieder eingepackt. Und ein Freund von mir möchte die haben. Ich habe Bruchtal jetzt verkauft. Da steht jetzt das D&D-Set. Das ist auch übrigens etwas zum Thema Mocs. Also wenn irgendjemand, da warte ich jetzt drauf, in den nächsten Monaten wird es bestimmt mal ein paar so ganz coole vielleicht Alternates oder Modifikationen geben. Wenn da mal was kommt, so im nächsten Laufe des nächsten Jahres und dann vielleicht das Set irgendwo mal billig zu kriegen sein wird. Also so das D&D-Set in doppelt so groß, da hätte ich schon auch richtig Bock drauf. Und dann noch beleuchtet, da stelle ich mir sehr nett vor. Mal gucken, ob sich da was ergibt. Aber ja, das ist auch so ein Projekt, aber da werde ich kein Video zu machen. Natürlich, das D&D-Set, das muss natürlich, wenn es im Video-Hintergrund steht, auch noch beleuchtet werden. Ist ja klar. Und dann werde ich sicherlich auch nochmal irgendwann dafür Custom-Drucke bestellen und so ein paar Kleinigkeiten mache ich dann sicherlich. So wie ich es bei Rivendell ja auch gemacht habe. Aber bei dem könnte ich mir echt noch vorstellen, weil das Rivendell, da gibt es ja auch mega coole Modifikationen, um es deutlich größer zu machen. Teilweise auch im Sinne, okay, kauf das Set einfach zweimal. Das Ding ist, den Platz hätte ich halt nicht gehabt. Mit D&D, das ist ja nicht so groß, das könnte ich auf doppelte Größe bringen. Aber natürlich muss es erstmal irgendwo billiger zu kaufen sein. Also zum Listenpreis kaufe ich das nicht zweimal. Aber wenn es das mal gäbe irgendwo bei, weiß ich nicht, den Pro-Shops dieser Welt, dann wäre das durchaus etwas, was mich interessieren würde. Oder sonst nächstes Jahr im Legoland mit Gutschein, mal gucken. Das sind so momentan meine Überlegungen. Aber ja, im Moment muss man wirklich sagen, also wenn ich jede Woche mindestens ein Review mache, die News mache, Shorts wieder mache, die ZTB am Leben halte, dann bin ich eigentlich ziemlich ausgebucht im Moment. Viel mehr ist dann nicht drin. Ja, plus noch die ganzen Community-Reviews, die schriftlichen Reviews, die wir mittlerweile in immer größeren Quantitäten machen. Dann ist eigentlich meine Arbeitswoche voll. Das ist momentan die Situation. Oder meine Klemmbausteinwoche. Ich meine, es ist ja irgendwie gefühlt nicht alles Arbeit. Und ja, wie gesagt, ich will gerne Endor zum Abschluss bringen. Generell muss man sagen, das war ja wieder ein Experiment, Endor. Das war ja im Grunde der Versuch, wieder so ein Projekt wie Merlinstein zu machen. Ich gehe im Moment davon aus, dass das dann auch gewesen ist. Also, es war nochmal ein Versuch. Ich habe jetzt ja irgendwie andere Möglichkeiten hier gehabt, auch vom Platz und so, aber die Gründe, die mich damals dazu bewogen haben, nach Merlinstein erstmal nicht mehr weiterzumachen, die haben sich doch auch wieder gezeigt. Also ich habe den Platz hier einfach nicht und ich habe die Zeit nicht und man muss auch sagen, ganz klar, die Videos laufen halt auch nicht. Ja. Das ist natürlich schon auch etwas, über das ich nachdenken muss. Deswegen im Moment tendiere ich eher dazu, Coruscant weiterzumachen und dann aber so im Sinne, ich baue das für mich, das ist dann auch weniger Aufwand, muss keine Videos machen, dann mache ich halt ein Video im Jahr. Groot, wird die Titanic auch beleuchtet? Nee. Wie gesagt, das, also ich weiß gar nicht, ich hab's. Oh, jetzt erzählst du was. Ich glaube, ich hab's Lighttailing angeboten, dass ich dazu was machen würde. Aber ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob sie drauf eingestiegen sind. Also, keine Ahnung. Vielleicht. Schwierigkeiten zu hören. Ja, genau. Kannst du das nochmal sagen? Nein, kann ich nicht. Mit dir habe ich nicht gesprochen. Das könnte deine Frage beantworten. Die Amtssprache Alexa, von Deutschland ist doch beenden. Oh Gott. Entschuldigung. Ich darf nicht Alex sagen. Was wollte ich sagen?
Ah, genau. Titanic beleuchtet. Also ja, es gibt von Lighttailing, also es gibt Lighttailing, hat zwei Kits, natürlich wie immer, Bricksmax und Lighttailing. Das Lighttailing-Kit sieht in dem Fall ziemlich cool aus. Das beleuchtet nur die Fenster, so ziemlich authentisch sieht das aus. Nicht so over the top. Und hat dann so einen Berührungssensor von denen, den ich noch nie hatte. Also ich hätte schon Bock drauf, weil mich das Beleuchtungskit interessiert. Aber wie gesagt, eigentlich ist der Plan, das Set relativ zügig weiterzuverkaufen. Insofern, ja, das könnte sein, dass ich sie deswegen noch ein bisschen behalte, weil ich vielleicht eine Beleuchtung rezensiere. Vielleicht kaufe ich sie mir auch einfach, die Beleuchtung, und mache nochmal einen Artikel dazu. Da hätte ich Lust zu. Ihr wisst ja, Beleuchtung habe ich immer Spaß dran. Aber auch hier wieder, die soll nicht bei mir stehen, sondern die wird nicht lange da bleiben. Genau, zum Thema Mocs. Also ja, ich gehe davon aus, momentan ist meine Planung eher Endor noch vernünftig zu Ende bringen und dann eher so einmal im Jahr ein Coruscant-Video, weil das ist auch ganz gut gelaufen, das letzte, weil dann kann ich da Clone Army mit im Videotitel reinmachen und dann läuft das Video gleich viel besser. Und ich sammle ja auch gerne Klone, so ist ja nicht, das macht mir auch schon sehr viel Spaß. Das ist eigentlich das Einzige, was ich so sammle im Klemmbaustein-Kontext, ein bisschen Klone. Und dann ab und zu mal so irgendwelche coolen Mocs, die ich so im Internet finde, die dazu passen, bauen. Das ist eigentlich so, wie ich es momentan vorstelle. Aber wie gesagt, im Moment ist erstmal, muss ich jetzt erstmal Endo zu Ende bringen. Das geht ja mal gar nicht. Hängt hier so in der Luft gerade der Mock. Und dass ich mit da nicht vorankomme, liegt auch nicht an Coruscant. Das ist nicht so. Also Coruscant habe ich auch seit Monaten nichts gemacht. Es ist wirklich, ich habe einfach gerade keine Zeit. Oh ja, Brad, komme ich bestimmt gerne drauf zurück. Mein Problem, glaube ich, dass ich gerade eher habe, zeitmäßig hier im Projekt, ist, ich habe letztes Jahr bestimmt, weiß ich nicht, im Schnitt eine 70-Stunden-Woche gehabt oder noch mehr. Und ich habe mir vorgenommen dieses Jahr, ich glaube, ich habe nicht so viel drüber geredet, das war so mir selbst gegenüber, dass wenn ich rausfinden will, ob dieses Projekt auf Dauer funktionieren kann für mich, muss ich nicht nur checken, okay, verdiene ich damit auch irgendwann genug, sondern ist es auch möglich, das Projekt weiterzuführen mit einer vernünftigen Arbeitswoche. Also ich sage jetzt mal, 50 Stunden wäre so die Vision. Bisschen mehr arbeiten muss man, glaube ich, als Selbstständiger immer, das ist okay, aber was ich letztes Jahr geschrubbt habe an Stunden, ist jenseits von Gut und Böse. Und die Jahre davor waren auch nicht viel besser und irgendwie habe ich dann irgendwann vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten beschlossen, okay, das musst du jetzt auch noch ausprobieren, weil ich mir immer gesagt habe, dieses Jahr und vielleicht auch nächstes Jahr, das ist so die Zeit, die ich Merlin Steine gebe, um zu gucken, ob das wirklich mein Beruf sein kann auf Dauer. Und nur ich habe mir dann halt irgendwann mal festgestellt, naja, es ist ja schön und gut, wenn du irgendwann rausfindest, dass du genug damit verdienen kannst. Aber es wäre schon noch gut zu wissen, ob du das auch durchhältst bis 60 oder 65 oder 67 oder 70 oder keine Ahnung, wie lange man arbeitet, so als Selbstständiger. Aber deswegen habe ich jetzt vor 6-8 Wochen angefangen, meine Arbeitszeit ein bisschen runterzuschrauben auf ein normaleres Maß. Was aber eben auch dazu führt, dass ich einfach weniger Zeit habe für das Thema. Und das merke ich schon auch. Also ich bin immer noch am Üben, sozusagen. Ich glaube trotzdem, dass es richtig ist, das jetzt zu tun, damit ich am Ende von diesem Jahr oder spätestens Ende nächsten Jahres, wenn ich so, das war immer, ich weiß nicht, ob ich das mal so gesagt habe, aber das war eigentlich immer so, was ich mir gegeben habe, dass ich gesagt habe, okay, die Zeit gibst du dir jetzt halt mal und investierst du finanziell gesehen auch, beziehungsweise meine Frau investiert, wie auch immer. Und dann irgendwann, ne, ist sozusagen mal Abrechnung und Forecast, kann das funktionieren mit der ZDB. Aber wie gesagt, auch das mit der Arbeitszeit zu klären, wäre ja nicht ganz doof. Genau. Und ich merke es jetzt halt gerade, dass das irgendwie so richtig, also zumindest mal, ich kämpfe gerade noch damit, alle Dinge, die ich mal so angefangen habe, also Videos und News und Shorts und Mock und bla bla bla,
irgendwie jetzt noch ein bisschen effizienter zu versuchen anzugehen, dass ich das alles unter einen Hut bringe. Oder vielleicht auch mal Sachen sein zu lassen. Also zum Beispiel meine englischsprachige News habe ich erstmal wieder beerdigt, weil, ganz ehrlich, so gut ist das eh nie gelaufen. Und man muss ja auch mal irgendwelche Zöpfe abschneiden, keine Ahnung. Vielleicht fange ich es eines Tages wieder an, aber im Moment suche ich auch noch nach Sachen, die ich vielleicht wegstreiche. So. Na, komm schon. Dreh dich, du Lump. Gewinnspiel müsste noch so eine Viertelstunde laufen, wer noch nicht hat. Link ist oben angepinnt. Es sind übrigens, glaube ich, 7 Bauabschnitte. Ich weiß natürlich nicht, ob die alle gleich groß sind. Wir schaffen jetzt einen nicht in den 2 Stunden. Also kann man schon ein bisschen so die Bauzeit hochrechnen. Das ist schon ganz gut was man hier tun muss. Klar, Kadertechnik baut sich auch immer relativ langsam. Allein schon, weil man sehr viel schwarze Teile auf dem Tisch hat. Na komm schon, ein werden wir noch finden. Dich will ich nicht. Dich auch nicht. Ich brauche einen mit einer Achse dran. Oder? Ja, ist so. Dich will ich nicht, dich will ich nicht. Dich will ich. Ah gut, das hast du aber nett gesagt. Ja, wie gesagt,
Und selbst wenn ich mich dazu entscheiden sollte, dass oder feststellen sollte, dass das mit mir. Im Moment sieht es auch nicht danach aus. Ja? Also generell bin ich zufrieden, aber ich sag mal so, keine Ahnung, wenn das mit den Klemmbausteinen vielleicht nicht so weitergeht, generell mal, oder es kann alles Mögliche sein, oder morgen kommt jemand anders ums Eck, der eine viel geilere Webseite macht als ich, bla bla bla, kann ja alles sein. Generell gibt es sehr viel Unkenrufe, was das ganze Thema KI und damit, ich sag mal, KI-generierter Schrott-Content, dass der das komplette Internet, wie wir es heute kennen, quasi platt macht, beziehungsweise Google. Ist natürlich schon so, alle Webseiten, auch meine, hängen ja alle am Tropf von Google, ja. Das ist halt einfach so. Ich würde behaupten, dadurch, dass ich ja eben auch YouTube mache und so, mein YouTube ist auch Google, aber ist eine andere Art Google, bin ich nicht ganz so abhängig wie andere, aber ich sag mal, die meisten Webseiten, vermute ich mal heutzutage, kriegen 90% von ihrem Traffic von Google und bei mir sind es dann eben nur 70, aber trotzdem. Aber dass Google mittelfristig vielleicht gar nicht mehr auf die Webseiten geht, sondern versucht per KI die Frage direkt zu beantworten. Ja. Das heißt, du googelst irgendwie, keine Ahnung, googelst halt Bluebricks Blaustein oder so und anstatt auf die Bluebricks-Seite zu kommen oder auf meine Seite, sagt Google direkt, hier, Blaustein, kannst du da und da kaufen. Fertig, ja, die KI. Das sind so alles Befürchtungen, die sehr viele in der Branche haben. Also es hat mit Klemmbaustein nichts zu tun, ist die Medienlandschaft allgemein. Insofern, keine Ahnung, wer weiß das schon. Lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich kann das sein, dass ich in 2 Jahren feststelle, das macht alles keinen Sinn. In dem Fall würde ich aber nicht ganz aufhören, das macht ja keinen Sinn. Ich meine, die ZDB ist ja da und die tut, ja. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dann so in die Richtung zu gehen, dass ich nur noch die News mache zum Beispiel und das ganze Reviewen und das Ganze drumherum sein lasse und mich darauf konzentriere, Community-Rezensionen zu publizieren, die News zu machen und die ZDB am Leben zu halten. Also das könnte ich, glaube ich, auch neben einem anderen Job noch nebenher machen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Was ich, glaube ich, was nicht mehr geht, was ich ja früher nebenberuflich gemacht habe, sowohl, also am Anfang habe ich ja nur Videos gemacht und das ging einigermaßen, aber ich glaube, Videos und ZDB, das könnte ich nicht nebenberuflich machen. Aber glaubt nur die ZDB und dann noch so ein bisschen News oder so, das wird schon gehen. Also auf jeden Fall werde ich im Thema bleiben, das wird mich jetzt. Aber wie gesagt, es sieht auch alles nicht danach aus. Ich bin eigentlich zufrieden, wie sich das Projekt entwickelt. Ich werde sicherlich irgendwann auch mal wieder was zum Haushaltseinkommen hier beitragen können. Das wird schon. So. Okay. Pierre, dir kam der Gedanke, dass KI. Ja, das ist so. Das ist ja auch der Grund, warum es eine Form von. Also, erstmal ist es ja nur eine Automatisierungsform, die die Menschheit immer schon gemacht hat. Das ist eigentlich keine besonders neu. Es ist nicht wirklich neu. Warum so viel darüber geredet wird, ist, dass es zum ersten Mal Schreibtischtäter betrifft. Das ist eigentlich traditionell ja nicht so gewesen. Und es betrifft auch Journalisten ganz besonders stark. Ja. Die betrifft es eigentlich fast am meisten. Also ich vermute mal, meine persönliche Vermutung ist, Juristen wird es ziemlich hart treffen. Also Jura würde ich heute nicht mehr studieren, glaube ich. Das würde ich mir genau überlegen. Also es wird weiter Juristen brauchen, aber wahrscheinlich nur 20% von dem, was man heute braucht. Und aber natürlich auch alle Arten von Content, ja. Also natürlich ganz stark Journalisten, die wird es ganz massiv betrifft es jetzt schon. Also schon krass, was in den Medienhäusern, obwohl die ja schon so arg gelitten haben in den letzten Jahren, was da jetzt für Sparrunden auch laufen, weil du halt jetzt schon die ersten Publikationen anfangen, immer mehr mit KI zu generieren. Insofern, ja, es wird schon einige. Und deswegen wird auch so viel drüber geredet und geschrieben. Weil es betrifft die Leute, die reden und schreiben. Aber ja, das es ist schon, denke ich, ein ganz schöner Produktivitätsboost und damit auch Umwälzung im Arbeitsmarkt, die wir da sehen werden. Das glaube ich schon auch, dass es stärker ist als viele andere Entwicklungen. Aber es ist jetzt trotzdem nicht wirklich neu. Der KI-Kram taugt nichts. Naja, man könnte auch argumentieren, dass
irgendwelche TikTok-Videos nicht so viel taugen wie ein sauber recherchierter Artikel von einem Zeitjournalisten. Und trotzdem wird mit einem TikTok 0815-Video mehr Geld verdient als mit einem Artikel auf Zeit.de. Was ich damit sagen will, ist, muss man ganz ehrlich und realistisch sein, Qualität setzt sich im Medienbereich eigentlich nicht mehr durch. Also kommerziell setzt es sich nicht durch, das ist halt einfach so. Womit ich nicht sagen will, dass Qualität keinen Wert hat, die wird es auch weiterhin geben und das ist auch gut so. Und ich selber zum Beispiel konsumiere kein TikTok und keine Instagram Reels und all so ein Zeugs. Aber es ist halt, Masse ist halt im Internetzeitalter inklusive Umsonstkultur, ist halt mit Qualität schwierig, ne? Kriegst du ja nicht mehr finanziert. Den Leuten ist halt kostenlos wichtiger als Qualität. Das ist halt so. Oh Mann, ey, das ist aber hier störrisch. Gewinnspiel endet in 5 Minuten. Danke für den Hinweis. Ich guck gleich nochmal. Aber das ist jetzt echt hier nicht ganz einfach reinzubringen. So, jetzt haben wir es. Also ich benutze übrigens auch schon KI, ne? Aber ich benutze sie eher wie, ich sag jetzt mal, eine bessere Rechtschreibkorrektur. Und das ist wirklich hilfreich. Oder zum Übersetzen. Richtig gut. Allein schon das, ja. Also, ist super hilfreich und spart so viel Zeit. Aber ja, das wird auch noch eine Weile dauern, bis wir das überall sehen. Was wir halt immer mehr sehen und das ist aber auch nicht neu. KI packt das nur nochmal auf Steroide, ja. Ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, wenn ihr heutzutage nach irgendeinem Produkt googelt. Insbesondere so versus, ja. Keine Ahnung, die Uhr versus die Uhr. Dann landet ihr immer auf so ganz dubiosen Seiten, wo die erstmal sehr seriös wirken und wo man auch das Gefühl hat, das ist echt. Was sehe ich, Vergleichstabellen, mit welche dieser beiden Uhren hat welche Features, ein Text darüber und darunter. Ja. Wo man aber merkt, wenn man das Ding durchliest, es sagt einem eigentlich nichts, es hilft einem überhaupt nicht. Und das ist alles, das ist etwas, das gibt schon länger, diese Content-Farmen, die nur dafür gemacht werden, diese Google-Suchen abzugreifen. Und das Zeug ist natürlich jetzt im KI-Zeitalter alles auf Steroiden unterwegs. Ja. Das wird halt ohne Ende billigst produziert, mit nur einem einzigen Ziel, dass jeder 100. User, der auf diese Seite geht, auf einen der Affiliate-Links klickt. Gibt es ja ohne Ende heute diese Tests- und Vergleichsseiten. Und auch übrigens super spannend, wird auch ganz viel unter Domains gehostet von seriösen Medien. Also jetzt im deutschsprachigen Raum kenne ich kein konkretes Beispiel, aber da weiß ich, dann landest du plötzlich auf stern.de oder sowas, um da deinen Haarföhn-Vergleich zu sehen. Das ist KI-generiert, das Zeug. Ja. Das hat auch mit Stern, da hat nur die Stern-Redaktion nichts mit zu tun. Die nutzen einfach nur die Reichweite dieser Domäne, um oder Fokus oder keine Ahnung was, irgendwie so Zeugs. Und das ist nur um so Affiliate. Um Google-Traffic für umzumünzen in Affiliate-Traffic, ohne irgendeinen Aufwand damit zu haben. Man könnte argumentieren, dass ich genau das gleiche mache mit der ZTB, aber ich gebe mir wenigstens Mühe, mit gescheiten Informationen zu kommen und nicht mit irgendeinem KI-generierten Krusch. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, so Zeugs werden wir noch sehr viel mehr sehen, weil es immer billiger wird, das dann KI zu generieren, das Zeug. Ich sag mal, früher haben da noch ein paar Leute in Indien dran gearbeitet, aber heute lässt es halt einfach komplett generieren. Und es funktioniert. Und es nimmt nicht nur, dass es halt das Internet voll macht, sondern es nimmt Google-Traffic und natürlich auch Affiliate-Provisionen von den
Medien weg, womit Menschen noch arbeiten. Das ist so, dann wird es halt irgendwie schwierig, ne? So, jetzt kapiere ich nur nicht. Das hier soll ich, glaube ich, scheinbar auch schon festmachen. Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, davon steht hier noch nichts. Okay, passt. So, jetzt gehen wir mal rüber zum Gewinnspiel. Bevor wir das auch noch verpassen. Gewinnspiele. Ah, noch eine Minute. Sehr gut. Doubting, tatsächlich ist es ein bisschen umgekehrt. Ein Riesenproblem, das die KI-Entwickler heute schon haben, ist, das sind ja Large Language Models, ja, LLMs. Und im Grunde, was die ja machen, ist, die nehmen Texte, die Menschen geschrieben haben, und erfassen Statistiken darüber. Ja, also im Grunde, so funktionieren die, um daraus erraten zu können, nach jedem Wort, was ist das nächste Wort sozusagen. Ja, es ist sehr stark vereinfacht. Das Problem ist, die brauchen dafür Daten von Menschen, ja? Die brauchen Texte, die scannen halt alle Bücher auf der Welt ein, alle Webseiten auf der Welt, jeden Artikel, den ein Journalist je geschrieben hat, brauchen sie, damit sie danach die Journalisten arbeitslos machen können. Was ja die Schizophrenie daran ist und so viele Menschen so sauer macht in der Medienbranche. Aber das Problem ist natürlich, wenn das Internet irgendwann nur noch aus KI-Rotz besteht, dann hat die KI nichts mehr zum Lernen, weil sie kann nicht von sich selbst lernen. Das wäre so eine Art von Inzest. Jetzt kommen wir kurz zum Gewinnspiel. Gewonnen hat Sascha Bo. Die Hommage an Galileo Galilei und das Osterlamm Brickhead und den Kittycraft-Figur. Sascha, dir herzlichen Glückwunsch. Ich werde mich bei dir melden bezüglich Versand. Und ja, danke euch allen fürs Mitmachen. Sehr, sehr cool. Über 200 Teilnehmer. Ne, 195 steht hier. Ram, warum schreibst du mehr 200? Ich war schon völlig begeistert. Aber 195 ist auch ziemlich gut. Vielen Dank auf jeden Fall alle fürs Mitmachen. Wir bauen aber noch ganz kurz weiter. Und genau, den Satz noch zu Ende geführt. Also das ist ein Riesenproblem tatsächlich, das auch nicht gelöst ist. Ja? Das ist eigentlich durchaus eine Gefahr für das ganze KI-Ding. Dass, wenn die KI die Menschen aus der Arbeit bringt, dann hat sie keine Menschen mehr, von denen sie lernen kann. Das ist so echt ein Problem. Und dafür gibt es, glaube ich, auch noch keine gute Lösung, soweit ich weiß. Ach, leider keine. Entschuldigung, habe ich dann falsch gelesen, Rabenfrau. Zur weiteren Planung, ich habe es eingangs schon mal gesagt, ich gehe momentan davon aus, dass wir nächste Woche ganz regulär die zwei normalen Abende streamen werden und wir werden an beiden Abenden, so denke ich es mir momentan, an dem hier weiterbauen. Die Woche danach werde ich mir wahrscheinlich noch Sets besorgen. Ich tendiere momentan Richtung Blue Bricks, Holländer Windmühle und oder Rettungsboot. Mal schauen. Will aber noch nichts versprechen. Muss jetzt einfach mal auf den Kalender gucken. Ich krieg, glaube ich, auch noch ein, zwei Sachen aus Asien. Wir müssen einfach mal schauen, auf uns zukommen lassen. Und natürlich machen wir auch nächste Woche wieder ein Gewinnspiel. So, komm, das bauen wir noch an. Das müsste noch zwei Bauschritte sein. Und dann sind wir da auch durch für heute. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an alle fürs Kommen. War wieder sehr, sehr nett. Und
Ich hoffe, dass wir auch nächste Woche hier noch ein bisschen Spaß mit dem Set hier haben werden. Ich glaube, der wird richtig cool. Also schon jetzt finde ich das ziemlich fancy, was hier angedeutet wird an Funktionen. Mal gucken, wie das am Ende alles so läuft. So, und jetzt. Jetzt wird es mal wieder interessant. So rum. Ah, da habe ich das Falsche dran gemacht. Du sollst da rein. Du sollst hier runter. Wo sollst du rein? Da. Okay. Also gut, das ist unser Tageswerk. Sieht noch nicht viel aus, aber was soll ich sagen? Es ist Technik, es braucht seine Zeit. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Kommen und danke fürs Zuschauen. Ciao, macht's gut.